Die Bayern sind wieder zurück. Es war früh, sehr früh. Um 5.15 Uhr die Ankunft am Münchner Flughafen. Der Rekordmeister hat die gesamte Nacht im Flieger verbracht. Dennoch, die Münchner sind gut drauf. 10 Tage Trainingslager liegen hinter ihnen. Im Gepäck 4 Testspielsiege. Am gestrigen Dienstag gab es in Delhi zum Abschluss ein 4:0 gegen die indische Nationalmannschaft. Wir haben ein tolles Trainingscamp gehabt. Wir haben sehr intensiv, umfangreich und auch von der Qualität hervorragend trainiert. War eine gute Woche. Wir haben gute Schritte gemacht in der Mannschaft. Persönlich auch. War natürlich wieder gut, wieder viel zu trainieren mit der Mannschaft, intensiv zu trainieren und zufrieden. Arjen Robben war in der Hinrunde oft verletzt, kam selten zum Einsatz. Das soll sich in der Rückrunde ändern. Der Holländer fühlt sich wieder wohl. Ist schon ein großer Fortschritt im Vergleich zu in der Hinrunde. Und ich muss sagen, so macht es wieder ein bisschen Spaß. Für die Bayern steht ein wichtiges Jahr bevor. Sie sind heiß auf die kommenden Aufgaben. Wir sind jetzt erstmal heiß, einen Tag Ruhe zu haben, das heißt zu regenerieren, aufzutanken. Nanu, doch nicht so heiß auf die Titeljagd? Wir müssen das Spiel wie letztes Jahr und ich glaube, gewinnen viele Titel. Sie wollen also doch Titel sammeln. Der überragende Spieler der Vorrunde gibt die Richtung vor. Am 20. Januar spielt der Rekordmeister in Gladbach. Von da an beginnt sie also die Jagd nach den Titeln.